Das ist hier der Rhythm Ace Full Auto FR30. Es gibt eine ähnliche Version ohne Lautsprecher, die ist damals gebaut worden, eben mit Lautsprecher, dass man den direkt neben die Orgel stellen kann. Und ja, ich drehe das Instrument mal um, damit man hier die Frontansicht besser sieht. Ja, das ist jetzt mal eine Nahaufnahme von dem Rhythm Ace FR30. Hier oben ist das Fußpedal. Der FR30 hat den Vorteil, es ist halt ein eingebauter Aktivverstärker mit dabei, der auch ganz gut Wumms bringt. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Einmal extern Amp, da kann man mit einem Klinkenkabel in eine größere, stärkere PA sich einklinken. Oder halt eben die Aufnahme über das Mischpult machen. Besser ist allerdings tatsächlich, das Ganze per Mikrofon abzunehmen. Hier gibt es noch einen Input, das heißt, man kann halt auch eine Gitarre oder eine Orgel oder so etwas einstöpseln und über den wirklich ganz guten Aktivverstärker verstärken. Und das hier ist halt für das Fußpedal, Start- und Stoppsignal die Möglichkeit, eben eine Klinke einzuschalten. Es gibt hier verschiedene Sektionen, das Tempo, Lautstärke, Balance, dass man eben zwischen den Höhen und Tiefen regeln kann. Außerdem gibt es hier verschiedene Variationen. Wenn man jetzt mal oben auf Bass geht und das einschaltet, hat man erstmal einfach nur den Bass. Das ist Bass und Snare. Hier links kann man zwischen 2 Viertel und 4 Viertel umschalten. Außerdem hat man, wenn man jetzt hier diese Presets noch nicht gedrückt hat, die Möglichkeit schon auf Foxtrot, Swing, March, Swing oder Habanera und Tango zu schalten. Dann kann man darüber hinaus Waltz oder Slow Rock hinzuschalten. Auch hier hat man wieder die Variation. Slow Rock. So. Dann hat man die Möglichkeit, geh mal wieder auf Bass oben, Rock'n'Roll, Bossa Nova, Samba, Mambo, Rumba oder Bedouin einzustellen. Fangen wir mal an mit Rock'n'Roll. Bossa Nova, Samba, Mambo, Rumba, Bedouin. Außerdem halt eben immer die Möglichkeit, zwischen 2 Viertel und 4 Viertel einzuschalten. Ein großer Vorteil von dem Verstärker ist, dass man die Sounds auch kombinieren kann. Wir können zum Beispiel, wenn wir jetzt Bossa Nova nehmen, den Mambo mit dazu schalten. Auch hier natürlich die Möglichkeit, von 2 Viertel auf 4 Viertel umzuschalten und die Variation einzustellen. Oder mal Samba und Rumbo. Balance-Regler. Und die Geschwindigkeit. Und Fußtaster aus. Das ist der Rhythm Ace, Ace Tone FR30.